In Ungarn gezeugt, in Österreich geboren. Und deine Eltern sind am Tag der errechneten Geburt geflüchtet aus Ungarn nach Wien. Dort kommst du 17 Tage zu spät, hast dich also ordentlich geputzt, zur Welt. Was hat denn diese 17 Tage für dein späteres Leben zu bedeuten gehabt? Also mein Vater hat behauptet, seitdem bin ich unpünktlich und komme immer zu spät. Für die Mutter hat es bedeutet, ein Kind von fast 5 Kilo zur Welt gebracht zu haben. Alter Schwede. Also hat die ihre Kampfkraft auch gestählt nachher später. Und für mich hat es bedeutet, dass ich plötzlich in einem Land aufgewachsen bin, von dem nicht mal meine Eltern ahnen konnten, dass ich jemals dahin kommen werde. Das stimmt. Bis dann mit 5 Monaten seid ihr dann, sind deine Eltern, nach Brasilien geflüchtet. Warum denn Brasilien? Das war die einzige Anlaufstelle im Ausland. Meine Mutter hatte eine Schwester, die schon seit 1945 dort gelebt hat mit ihrem Mann. Und dann ist es Brasilien geworden, São Paulo. São Paulo. Interessanterweise, 47 Jahre nachdem ich dort weggezogen bin, habe ich jetzt bei der WM dort das Eröffnungsspiel dieses Turniers kommentiert. Damals, als ich wegzog, war das ein Dorf. 9 Millionen Einwohner, inzwischen 23 Millionen. Ist ein bisschen gewachsen. Wie war das denn für dich, Brasilien? 24 Mal größer als Deutschland, das war ein Riesending. 100 Mal mehr Fußball verrückt, als wir in Deutschland jemals sein können, auch wenn wir 10 Titel gewinnen. Wann hast du denn zum ersten Mal mit der Droge Fußball Kontakt aufgenommen? Ich glaube, das muss im Unterbewusstsein gewesen sein, schon als Baby. Weil wenn man irgendwo hinkommt in Brasilien, zum Bäcker, zum Tankwart, egal wohin, läuft entweder der Fernseher, damals in den 50er Jahren eher das Radio. Ja. Und man hört ständig diese leidenschaftlichen Kommentatoren mit diesen langgezogenen Goll-Goll-Goll-Rufen, die bis zu 40 Sekunden dauern können. Und ich habe das dann immer zum Anlass genommen, das zu imitieren. Also, ich sage, ich hatte eine glückliche Kindheit, aber meine Eltern mit mir nicht. Insofern, weil ich da ständig diese Reporter dann nachgemacht habe und irgendwie hat sich da herauskristallisiert, irgendwann machst du sowas. Ja, irgendwann kann es passieren. Weil der Wunsch der Familie war ja, weil wir Apotheker waren, in 4 Generationen, Vater, Opa, Uropa und so weiter. Aber dafür hat es kleine 1x1 naturwissenschaftlich nicht gereicht bei mir. Naja, und dass er selbst beim Essen das kommentiert, wie so brasilianische Fußballreporter das machen, also das volle Ballett. Dann kommt der kleine Bela mit 11 nach Deutschland. Warum haben dich denn deine Eltern nach Deutschland verschickt? Ja, das fragen sich viele, ich mich auch. Das war eine interessante Geschichte. Das war ein Internat in Bayern, und zwar eine ungarische Schule, die gegründet worden ist damals für die Flüchtlinge, die nach der Revolution aus Ungarn nach Deutschland und überall in die Welt gekommen sind. Und ich galt in Brasilien, sagen wir so, nicht als Musterschüler. Heute würde man sagen, nicht leicht erziehbar. Das wurde aber früher sehr leicht dahingesagt, wie ich finde. Und da gab es irgendwelche pädagogischen Ratgeber, die meinten, dem Jungen täte es ganz gut, mal ein bisschen Zucht und Ordnung zu lernen. Das ist dann auch geschehen, also mittelfristig. Und wie gut hat es denn in Deutschland dir gefallen, so auf dem ersten Blick? Es war die Hölle. Oh. Es war die Hölle, sprach die Sprache. Nicht Ungarisch konnte ich zwar, aber Bayerisch nicht so gut. Es war schweinekalt. Ich habe noch nie vorher Schnee gesehen, aber dann gleich 3 Meter. Das in Halbschuhen. So. Und dann beschloss ich auch, diese Schule zu verlassen. Und zwar auf eigene Initiative. Hast du dich selbst entlassen? Habe ich mich selbst entlassen. In der siebten Klasse warst du da? In der fünften. Mhm. Also die Grundschule habe ich noch in Brasilien gemacht. Ja. Also Gymnasium, erste Gymnasialklasse. Und ich beschloss, zurückzukehren nach Brasilien im Alter von 11. Habe meinen Nachbarn überredet, Robert aus Schwäbisch Gmünd, dem es ganz toll gefiel da in der Schule. Aber meine Vision fand er irgendwie doch interessant, denn der Plan war folgender. Wir trampen bis zum nächsten Bahnhof nach Neumark, das ist bei Regensburg irgendwo. Dann weiter zur nächstgrößeren Stadt nach Amberg, dann mit dem Zug nach München, von München nach Hamburg. Und dann war der Plan, wir gehen zum Hafen, wir gehen auf irgendein Boot und wir verdingen uns als Schiffsjungs. Und fahren mit dem Schiff rüber nach Brasilien. Nimmt dich ja jeder mit. Jeder mit, ne? Ja, und dann kommen wir nach Brasilien, ich klingel bei den Eltern und die freuen sich garantiert, dass ich wieder da bin. Diese Flucht endet in der Telefonzelle in Neumark. Weil es sehr kalt war und musste auch irgendwo übernachten. Inzwischen lief eine Großfahndung über Bayern 3 im Radio. Wir sind dann raus, haben weitergetrampt. Ein älterer Mann hörte diese Fahndungsmeldung im Hörfunk. Bat uns nach Hause zu sich, um einen warmen Kakao uns anzubieten. In der Zeit rief er die Polizei. Und ihr habt gedacht, wir waren sehr enttäuscht vom deutschen Wesen. Ja, Familie Pflaume, da könnt ihr aber mit eurer Brut noch ganz zufrieden sein. Ja, und dann passierte dann Folgendes. Dann hieß es, okay, die Eltern hatten dann ein Einsehen und sagten, mach das Schuljahr wenigstens zu Ende und dann kommst du zurück. Und dann kam auf einmal die Meldung, nee,
du kommst nicht, wir kommen. Das heißt, Vater hat den Job gewechselt, es ging nach Deutschland. Aber ich muss sagen, nach einem halben Jahr war ich, das geht ja als Kind ja ganz schnell, und eine große Gastfreundschaft, eine tolle Zeit gehabt als Kind in Deutschland. Wurde begafft, weil Exot konnte die Sprache nicht, konnte tolle Storys erzählen, dass er mit Klapperschlangen gespielt hat und mit Spinnen und mit allem. Ich war der soziologische Star und war sehr schnell aufgenommen worden in der Gemeinschaft.